Mein Name ist Eric Phillips. Ich bin Polarabenteurer und Reiseführer. Ich bin hier in der Arktis mit Greenpeace und wir untersuchen den Einfluss des Klimawandels auf Grönland und seine Gletscher. Heute haben wir eine ziemlich ungewöhnliche Ladung für den Helikopter. Er soll 4 Kajaks 50 Kilometer nördlich von hier auf den Petermann-Gletscher hier im Nordwesten Grönlands bringen. Wir haben 30 Knoten starken Gegenwind, der die Reise von unserer Basis, dem Greenpeace-Schiff Arctic Sunrise, verlangsamen wird. Warum tun wir dies alles? Es ist für die Wissenschaft. Ich habe schon auf vielen Expeditionen Kajaks verschifft, nach Patagonien, in die Arktis und auch in die Antarktis. Ich habe sie zusammen mit Skiern und Drachen genutzt und sogar als Brücken, um sicher über das Eis zu kommen. Aber was wir hier heute tun, ist etwas völlig anderes. Unsere Kajaks sind hintereinander gebunden und tragen ein Radarsystem, das das Eis durchdringt und so einen Querschnitt des Gletschers aufzeichnet. So können wir analysieren, wie warme Meeresströmungen die Unterseite des Gletschers schmelzen lassen. Wir haben bereits mehrfach versucht, einen Radarquerschnitt des Gletschers zu Fuß zu erstellen, aber wir stehen immer wieder an Gletscherspalten, die wir nicht überqueren können. So sind wir auf die Idee gekommen, unsere Kajaks zu nutzen und den Schmelzstrom entlang zu fahren. Nun haben wir eine tolle Radarmessung über 25 Kilometer Länge. Das Radar durchdringt das Wasser und das Eisschelf darunter und gibt uns ein wirklich gutes Bild der Topografie der Unterseite des Gletschers. Meine größte Sorge war, dass sich Wasser auf dem Gletscher am Ende in großen Löchern, sogenannten Gletschermühlen, sammeln. Sie sind noch nicht ganz geöffnet, aber wir wissen nie genau, wo das Wasser auf dem Gletscher hinfließt. Etwas früher waren diese Flüsse vielleicht noch gar nicht hier. Etwas später sind es vielleicht schon reißende Ströme, die sich in das Innere des Gletschers ergießen. Die Wissenschaftler an Bord vermessen die Struktur des Eisschelfs und vergleichen sie mit früheren Aufnahmen. Wie hat sich der Petermann-Gletscher durch den Klimawandel bereits verändert? Mit neuesten Methoden kann der Gletscher nun außen wie innen untersucht werden.